Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen uns von Switchbot das neue Thermometer angucken. Ich habe extra das alte mal dazu geholt. Ich hoffe, die haben das mit dem Mechanismus, mit dem Gummipinöpel hier hinten geändert. Das hat genervt, dass er mal rausgeswitcht und so. Ich hoffe aber nicht, dass sie das Magnetische weggenommen haben. Weil man kann Sachen verbessern, man kann aber Sachen auch verschlimmbessern. Jetzt muss ich erstmal gucken. Meine Brille, wo ich meine Brille habe. Gibst du sie mir vom Arbeitstisch? Vom PC-Tisch? Ich habe es am PC-Tisch liegen lassen, weil ich gerade eben Gardinen neu gemacht habe. Wir haben den Gardinenbot getestet oder das erste Mal in Betrieb genommen und habe jetzt gleich neue Gardinen hochgemacht und so. Und wasche jetzt meine Gardinen und so und ja. Na, komm doch hier, hier. Also ich habe jetzt davon, habe ich jetzt insgesamt zwei Stück. Eines ist in einem Kinderzimmer, eins ist, der hier ist in der Küche. Eigentlich war der mal bei mir im Wohnzimmer. Und der neue, der wird dann hier im Wohnzimmer bleiben. Dann habe ich die. Oh, der ist aber groß. Der ist ja groß und übersichtlich. Na holla. Den kann selbst ich gut ablesen. Die haben den Magnetstreifen weiter beibehalten. Super. Anleitung brauchen wir nicht. Also, da hat sich ja wohl einiges getan, würde ich sagen. Also, das ist toll. Also, das gefällt mir. Hier, wir haben auch hier so schräg. Ach nee, der Fuß ist mit drinne. Oh, super. Ha, magnetisch. Und gleichzeitig. Alter, leck mich am Arsch. Also Switchbot, Daumen hoch. Also jetzt haben sie wirklich an alles gedacht. Man kann ihn magnetisch am Kühlschrank oder sonst wo befestigen. Man kann ihn auch aufstellen ohne diesen komischen Gummipinüppel, ja, der halt immer wegbricht, in ganz schräg und in halb schräg. Oder man bohrt ein Loch und macht ihn an die Wand. Wie geil ist das denn? Also da muss ich sagen, mitgedacht. Also von dem, jetzt bräuchte ich noch drei Stück. Badezimmer, Flur und Schlafzimmer. Obwohl Flur ist erst eher uninteressant. Schlafzimmer wäre noch wichtig. Und Küche, Badezimmer. Das ist toll. Also das gefällt mir. Also das ist wirklich eine sinnvolle Erweiterung. So, wir werden den jetzt natürlich erstmal verbinden und Update machen. Ich habe schon ein paar viele Geräte hier drinnen, nicht wundern. So, einfach hier. Ach Quatsch. Da ist gerade die Batterie hier unten drunter. Ja, hier. Pinüppel rausziehen. So, und da ist er an. Doch, ich liebe es. Och, das ist so schön übersichtlich. Och, das kann ich selbst. Och. So, jetzt leuchtet hier die Bluetooth, das Bluetooth-Symbol auf und ich sage einfach neues Gerät. Und wir wollen kein Mini-Hub. Oh, die Wolke, die sah auch so toll aus, aber die gibt es nicht mehr. Da, Meta Plus. Next. Da haben wir es schon. Thermometer Wohnzimmer. Thermometer. Und wir sagen hier auch Wohnzimmer. Ihr fragt euch jetzt, warum? Warum nennst du das Thermometer Wohnzimmer,
Aber du gibst ja schon den Raum an mit Wohnzimmer. Ja, ganz einfach. Ja, abgeschlossen. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. Hier ist der Thermometer Wohnzimmer. Mit dem Namen Thermometer Wohnzimmer, logischerweise. Und im Wohnzimmer sind jetzt die Geräte, die ich im Wohnzimmer habe. Fünf Cottons, Thermometer Wohnzimmer. Hä? Wieso ist ein Thermometer Küche noch hier drinne? Bearbeiten. Da hat er das nicht umgeswitcht. So, mein Zuhause hier. Da steht da nämlich noch Thermometer Küche noch mit Wohnzimmer drin. Speichern. So. Den Mini-Hub, den habe ich auch. Müssen wir auch umswitchen. Den habe ich nämlich im Flur. Oder? Habe ich den nicht hinter meinem PC gemacht? Ich glaube aber Flur. Habe ich ihn umgeräumt. Dass er schön zentral halt ist und alle Geräte auf den zugreifen können. So. Und im Wohnzimmer habe ich jetzt praktisch nur die Cottons und halt das Thermometer. Und bei Geräte, alle Geräte habe ich halt hier alle Geräte drin. Die hat ein Update. Offen gelassen. Das ist doch gerade, der ist sogar nicht angeschlossen gerade. Ja, das kommt später. So. Wenn ich auf Alexa gehe. So. Und jetzt hier mal aktualisiere. Und hier alle Geräte mir anzeigen lasse. So. Dann haben wir nämlich hier und da Thermometer Küche. Es kann sein, dass Thermometer Wohnzimmer jetzt natürlich noch nicht aufgetaucht ist. Aber Thermometer Kinderzimmer ist auch nicht da, warum auch immer. Tablet von Josie. Thermometer Küche. Wohnzimmer Heizung. Ja, die sind wohl noch nicht beide da. Also da hat Switchbot noch nicht aktualisiert, dass der Raumsensor. Aber ist egal, ich zeige euch das einfach anhand der Küche. Hier haben wir jetzt Thermometer Küche in der Alexa-App. Da kann ich raufgehen und die sagt mir jetzt natürlich die Temperatur. Das ist ja alles gut und schön. Aber wir haben noch keinen Raum. Über Wonderlab sind wir verbunden. Beschreibung ist Switchbot. Temperatursensor ist aktiv, Typ Temperatursensor. So. Ich habe aber auch noch Räume. Und da will ich ja die Geräte dann auch hinzufügen. Und wenn ich hier verschiedene Thermometer und sowas habe, Thermometer 1, 2, 3 und so, das ist halt dann doof in der Übersicht. Und so habe ich halt Thermometer Küche und brauche jetzt hier Thermometer Küche suchen, speichern. Fertig. Und schon haben wir Thermometer Küche
in der Küche mit eingebaut. Hier fehlen auch noch ein paar Geräte. Ich muss noch die ganzen Steckdosen hier hinzufügen, die ich in der Küche habe. Da ist nämlich letztens was schief gegangen. Fertig. So. Dann können wir hier rausgehen. Und wenn wir jetzt hier einfach mal auf Küche gehen, wenn wir jetzt gerade irgendwas stellen wollen, haben wir hier Thermometer Küche. Wir brauchen nicht in der ganzen Liste suchen. Ja, und so funktioniert das eigentlich wunderbar. Wir können uns das hier erstmal die Folie abmachen. Die brauchen wir ja auch nicht mehr. Ich finde, ist eine richtig tolle Übersicht. Wir gucken mal, was wir damit so schön zaubern können. Wohnzimmer. Gosset. Service Cloud. Machen wir aber aktiviert. Mini Hub aktiviert. Google Assistant. Mit Alexa ist alles im grünen Bereich. Wir haben über den Haken. Wir können auch hier unter Firmware Batterie und Firmware Version 0,5 sind wir. Batterie ist 100%, also wir haben kein Update. Da kann ich die Temperatur noch kalibrieren, aber das brauchen wir nicht. Das ist ja Quatsch. Da haben wir dann eine schöne Übersicht. Tageszeit. Oben auch. Oben ist die Temperatur, unten ist die Luftfeuchtigkeit. Ich bin jetzt hier bei 76%. 79 sagt er hier, aber ich bin hier, steht 76. Und in der Küche sind es 63. Aber 26 Grad habe ich hier eigentlich nicht. Der eine sagt 22 Grad, der andere 26 Grad. Da kann ja der was nicht hinhauen. Aber ich denke mal, der ist noch nicht richtig einkalibriert. Der muss sich hier erstmal akklimatisieren. Einstellung, so Kalibrierung, Temperatur. Ihr könnt das halt nach unten regeln hier. Aber wollen wir ja nicht. Der soll ja das anzeigen, was er anzeigt. Genauso können wir das bei der Luftfeuchtigkeit machen. Komfortlevel. Cloud Service 1 gewünschte. Temperaturalarm können wir jetzt zum Beispiel einstellen, bei einem gewissen, Temperatur, dass ein Alarm ist. Luftfeuchtigkeit können wir jetzt zum Beispiel sagen. Ah, guck mal da, wie schnell das geht, wenn man nicht in der Hand hält. Gleicht sich rucki zucki an. So.
Jetzt müssen wir mal gucken, wie er sich schlägt in der nächsten Zeit. Aber ich finde, das ist eine sinnvolle Verbesserung, genau wie beim Cotton. Der ist halt auch mit dem Metallarm, die man so nach oben machen kann, sitzt ein bisschen besser drauf und muss nicht Angst haben bei diesen Plasterrädern, dass die nach unten geht, dass es kaputt geht. Finde ich das eine sinnvolle Erneuerung. Erstmal sieht es optisch geiler aus. Man sieht viel mehr drauf. Magnet, Wandhalterung und der Gummipinüppel ist weg. Man kann es ausklappen. Sinnvolle Erneuerung. Super weitergedacht. Switchbot. Daumen hoch. So, das soll es jetzt gewesen sein. Als nächstes gucken wir uns erstmal die Kamera an. Und bis dahin würde ich mich verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.